Liebe Eva, du als EU-Parlamentarierin, jetzt muss ich dir was Wichtiges fragen. Man hört momentan so viel über die Privatisierung des Wassers oder die Privatisierungspläne der EU betreffend das Wasser. Was steckt denn da dahinter? Das Ganze dreht sich um eine Neufassung von Konzessionen und Vergabewesen in der Europäischen Union, und das betrifft natürlich öffentliche Körperschaften, Länder, Gemeinden und so weiter. Und in dem wird europäisiert, das heißt europaweite Ausschreibungen, europaweite Konzessionen, um das geht's. Die Europäische Union schreibt da nirgends hinein, auch nicht die Liberalisierer in der Kommission. Die Gemeinden müssen ihr Wasser privatisieren, das kann sie gar nicht. Aber mit dieser neuen Regelung wird der Weg zur Privatisierung asphaltiert. Was heißt es dann also für unsere Gemeinden, gerade in Tirol, wo wir so viel Wasser haben, so viel Trinkwasser haben? Was bedeutet das für unsere Gemeinden? Das heißt für die Gemeinden, dass sie entscheiden müssen. Immer noch liegt die Entscheidung bei der Gemeinde, ob eine Wasserver- und Entsorgung privatisiert wird oder nicht privatisiert wird. Aber natürlich gibt es immer Tendenzen dazu, das Privaten zu übertragen. Da sind allerdings die Ergebnisse nicht sehr überzeugend. Das heißt dann also, wenn ich das Wasser als Gemeinde privatisiere, dann verdiene ich was dran. Natürlich. Jetzt wissen wir, dass die Gemeinden nicht nur in Österreich, auch in Tirol unter enormem Finanzdruck stehen. Das bedeutet, die Versuchung, das Wasser zu privatisieren, steigt. Das ist völlig klar, und das ist auch das, was dahinter steht. In Ländern mit Finanznot, zum Beispiel Griechenland, Spanien, Italien, hat die Kommission ganz offensiv auch von den öffentlichen Körperschaften verlangt: Privatisiert doch, dann habt ihr Einkünfte und könnt eure Schuldenlast minimieren. Und dazu gibt es eben jetzt noch die Vereinfachung durch diese neue europaweite Konzession, dass, und jetzt wird spannend, europäische Großkonzerne leichter anbieten können in kleinen Gemeinden. Die Gemeinden haben immer noch die Freiheit, sich zu entscheiden, aber sie haben das Problem mit den Finanzen. Die Gemeinden müssen immer mehr Pflichten übernehmen, immer mehr Services für die Bürgerinnen und Bürger bieten, und gleichzeitig haben sie nicht immer die gleichen Einkünfte oder auch weniger werdende Einkünfte. Und das erhöht natürlich den Druck darauf, bestimmte Leistungen zu privatisieren und auszulagern. Also eine vermeintlich unangenehme Qual der Wahl. So kann man das sehen, und letzten Endes für die Kommission eine ideale Lösung. Sie wäscht ihre Hände in Unschuld, denn sie haben ja nur den Weg asphaltiert, aber sie zwingen niemanden, diesen Weg auch zu gehen. Vielen herzlichen Dank, liebe Eva. Gerne.